Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play 9-Bit Armies. Wir sind bei Mission, ja bei welcher Mission eigentlich von der Nummer her? Wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mission Nummer 8, Notfallversorgung. Die Sentinels haben tief in einer versiegelten Verbannungszone eine geheime Forschungseinrichtung errichtet. Heartgrove möchte diese Daten. Was die Sentinels tun und wie sie hineingekommen sind, ist immer noch ein Rätsel. Also, alle Forschungsdaten sammeln und schalten wir das Schlachtschiff frei, da freue ich mich sehr drauf. Und den Napalm-Jagdbomber, uiuiui. Und wir starten mit einer weiteren Raffinerie. Wenn wir die gegnerischen Mega-APD-Geschütze zerstören, starten wir mit einem Arsenal und zwei Roffelkoptern und das Ziel Gold, das innerhalb von 20 Minuten zu schaffen. Ihr kennt mich, da lasse ich mir Zeit. Soweit so unspektakulär. Mal schauen, wie viele Ölquellen wir bekommen. Sind das eigentlich die Ölquellen? Das, die Dinger hier auf der Karte? Vermutlich, ne? Da müssten ja da oben... Sentinels übermitteln Daten an eine bisher unbekannten Basis tief in einer unserer versiegelten Verbannungszonen. Central hatte keine Ahnung, dass diese Basis existierte. Es scheint eine Art Forschungseinrichtung zu sein. Ihre Aufgabe besteht darin, alle Forschungsdaten zu erfassen und direkt an mich zu übermitteln. Diesmal keine Abweichung. Was Sie mit der Basis selbst machen, bleibt Ihnen überlassen. Wenn es jedoch nach mir ginge, würde ich zu extremen Vorurteilen, ja. Also, oder? Die Sentinels haben eine Reihe ihrer neuen APD-Geschütztürme installiert, um die Diese Türme verbrauchen viel Energie. Sie können diese Schwäche zu Ihrem Vorteil nutzen, wenn Sie sie zerstören. Die Wiederherstellung dieser... Ja, okay, das sind die Ölbautürme auf der Karte. Ist für die Pläne meiner... Ja. Sobald wir die Daten gesichert und aufbereitet haben, teile ich die Ergebnisse gerne mit Ihnen. Ja, bestimmt. Du wirst uns auch überhaupt nicht hintergehen. Da können wir beruhigt sein. Constructing. Ah, Commander. Tank ready. Commander. Artillery ready. Refinery complete. Ready to go. So, das finde ich super, dass ich hier auch schon ein Gebäude stehe. Ne? Da kann ich nämlich hier direkt eine weitere Raffinerie hinbauen. Reporting. Euch stecke ich jetzt einfach mal da rein. Ready to rocket. Taking cover. Und euch beide da rein. Refinery complete. Constructing. Nein, du fährst bitte. Nein, nicht dahin. Du sollst bitte damit pumpen. Refinery complete. So, dann machen wir erstmal. Was für die Luft? Constructing. Waiting on you. Moving into position. Air control complete. Dann eine Werft. Constructing. Was fehlt mir noch? Ach, das Arsenal fehlt mir noch. Oh, und Strom brauche ich dafür. Ich glaube, ich sollte hier auch ein paar Abwehrtürme mal hinstellen. Shipyard complete. Toll, passt da schon mal nicht. Aber hier können wir euch mal eben verbessern. Zu einem großen Türmchen. Powerplant complete. So, machen wir ein Großkraftwerk daraus. Machine Gun Turret complete. Constructing. Einmal her mit. Ach, ein Radar bräuchte ich ja auch mal. Könnte hilfreich sein. Constructing. Machine Gun Turret complete.
Na komm, machen wir da mal einen großen Raketenturm hin. Radar complete. Einfach um die Bauweite ein bisschen zu erweitern, dass sie da auch Türmchen hinstellen können. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das so weit wegbaue. Das hat schon seinen Grund. Rocket Turret complete. Ich hatte erst überlegt, wieder so eine Flotte an Raketenhubschrauber zu machen, aber die sind ja so empfindlich gegen die Kamikaze-Drohnen und davon werden wieder einige rumschwirren. Deswegen, ich glaube, das ist rausgeschmissenes Geld tatsächlich. Rocket Turret complete. So, dann lass uns mal das Radar erweitern. Und auch wissen, was hier so um uns herum passiert. Ohne, dass wir uns in Gefahr begeben, natürlich. Rocket Turret. Constructing. Ach, guck mal, da haben wir wieder ein paar Alien-Viechers. So, hier wollte ich ja noch ein Türmchen hinstellen. Constructing. Ja, wir kommen da geflogen. Radar complete. Say the word, keep our distance. Not too close, Commander. Target spotted. Harvester under attack. Oh, du schießt ja weit, Kollege. Make it rain. Shipper under attack. Was da ein bisschen mehr Einheiten hatte ich hier. Keep our distance. Everything rest slow and steady. Rocket turret under attack. So, ich hole mal ein paar Techniker, dass sie die ein oder andere Reparaturmaßnahme mal eben durchführen können. Constructing. Oh yes, hier sollte ich mal ganz dringend tätig werden. Late to the game. Ja, ich brauche definitiv mehr Türme hier. Harvester under attack. Repairing. Constructing. What is our base? Time to play. Going now. Mein right. Gott, haben die Reichweite. Attack! Slow and steady. Everything ready. Machine gun turret under attack. Order received. All weapons go. Rolling out. We're unstopped. Machine gun turret. Moving. Harvester under attack. Time to play. Rocket's turret under attack. Late to the game. Going now. Slow and steady. Right. Machine gun turret under attack. Repair. Receive. Rolling out. Attack. So, ich würde sagen, wir können schon mal angreifen, oder? Finally, moving. All weapons go. Going now. Slow and steady. Order received. We're unstoppable. Time to play. Machine gun turret. Right. Rolling
Going now. Slow and steady. All weapons go. Order received. We're unstoppable. Rolling time out. To play. Moving. Rocket's turret under attack. Right. Leute, ihr sollt darauf schießen. Was stimmt denn nicht mit euch? Autsch. Das war leider sehr autsch. Going now. Slow and steady, man. Order received. Repairing. What is our rolling out? Rocket's turret under attack. So, liebe Ingenieure, bitte einmal mithelfen. I'll try. Thanks for the game. Schön alle reparieren. Repairing. Going now. All weapons go. Rocket's turret under attack. Slow and steady. We're unstoppable. Komm, wisst ihr was? Ich nehme mich jetzt einfach mal in die Gruppe mit rein. Dann habe ich schon meine Ingenieure mal dabei, die mich reparieren können. Heavy tank ready. Rolling out. Moving. Time to play. Habe ich eigentlich mein Radar schon voll? Nee, habe ich noch gar nicht. Warum denn nicht? Constructing. Late to the game. Going now. Right. Attack! Rocket's turret under attack. Slow and steady. All weapons go. Order received. Rolling out. We're unstoppable. Moving. Radar complete. Time to play. So, jetzt sehen wir doch schon ein bisschen mehr. Rolling out. Slow and steady. Attack! So, jetzt erstmal das Gebäude rausnehmen, bevor die da permanent weiter produzieren. Danke. An einer Stelle schon mal rüber. Oh, toll, Gegner. Oh, toll, Gegner. So ein der Quatsch. Au. Okay, ich will jetzt mal behaupten, dass was wert, aber es war trotzdem schmerzhaft. Repairing. Ja, das war jetzt nicht, weil eigentlich. Slow and steady. Ach, guck mal, da ist ja noch ein Türmchen. Ja, das kommt mal weg. Rolling out. Moving. Going now. Slow and steady. Mission crate collected. So, das hätten wir. Order received. Können wir hier doch mal eine Basis bauen. Forward HQ hier. Rolling out. Go ahead. Rolling out. Kümmern uns natürlich noch um Türmchen, weil hier ist ja noch ein bisschen Öl zu holen. Rocket's turret under attack. All weapons go. We're unstoppable. What is our mission? Going now. So, hier oben sind bestimmt auch noch Türme. Yes, dachte ich mir. Ach, ein Türmchen, wo kommst du denn her? Du kleiner Lümmel. All weapons go. Moving. We're unstoppable. Going now.
Und wer hat hier geparkt? Welcher Lümmel? Ach, ein Landungsboot. Ja, nicht mit Commander, Schätzelein. Constructing. Constructing. Heavy tank ready. Time to play. So, ich überlege gerade so ein paar Kanonenboote. Und ja, mit ein paar meine ich wirklich ein paar mehr. Constructing. Also, Bauertempo beschleunigen wir auch noch. Moving. Engines ready, finally. Right. Going now. Slow and steady. So, jetzt überlege ich gerade. Warte ich erstmal dahin? Go ahead, Command. Ich überlege gerade, wie ich vorgehen will. Ich glaube, ich möchte hier. Ach ja, ich muss. Moment, ich darf nicht vergessen, Diban, weil ich wollte jetzt gedanklich erst hier unten und dann mich hier hocharbeiten, aber dann hätte ich Bronze fertig, bevor ich Silber fertig habe. Und das hier will ich natürlich auch schaffen. Attack! Power received. Complete. Rolling out. Moving. Yeah. Going now. Constructing. So, nein, ich brauche nicht für dich reparieren. Refinery complete. Gumbo ahead full. So, noch den ein oder anderen Shipyard. Constructing. Damit die Produktion noch schneller geht. What is our mission? Every tank ready. Slow and steady. So, meine Landtruppen, die können schon mal hier in die Richtung vorarbeiten. Dann prügeln wir uns hier unten dann schon mal ein wenig durch. Late in the game. Constructing. Ready for orders. Finally. Go ahead, Command. Going now. Slow and steady. So, Kollege, dann zeig doch mal, was du so auf dem Kerbholz hast. Wie, keiner da? Manu. Ich dachte, ich fange jetzt schön beim Ölpumpen ab. Ach, da ist doch jemand zum Spielen. Oh ja, dann einfach jetzt mal ganz schnell mit denen hier, ihm hier spielen. Oh, wo? Artillerie? Ja, Artillerie. Schrauber. Ich habe nur noch 3 Stück im Team. Das ist aber schlecht. Moment, hier steht noch irgendwo einer. Da. Das ist schlecht. Da muss ich mal ein bisschen nachjustieren. So, das hätten wir. War eine scheiß Idee, Kollege. Every tank ready. Going now. Late to the game. Kriegen
Kriegen wir noch einer hier irgendwo hingequetscht? Leider nein, leider gar nicht. We protect the shores. Covering fire. So, lass er mal reparieren. Finally. Go ahead, Command. Slow and steady. Ready for guarding target. Guard order confirmed. Ach nee, das geht ja hier gar nicht. Ich war irgendwie gedanklich hing ich bei Command and Conquer. Ich weiß auch nicht warum. Weil ich das parallel so für mich privat ein bisschen daddel. So, wir knallen erstmal alles, was hier so an Land ist, ab. Warum wehre ich mich hier denn nicht? Habt ihr zufällig eine Reichweite, dass ihr da rankommt, ohne im Feld zu sein? Nee, ich glaube nicht. Setting course, fire. Man the weapons. So, erst das Down, sehr schön. Kommt ihr daran? Ja, an einer Stelle kommt ihr daran, sehr schön. So, weiter geht die Butterfahrt. Diesmal auf der anderen Seite. Oh, ein U-Boot. So, das wär's. Den in der Mitte, wunderbar. Ach, ich habe hier mein Raketentürmchen noch gar nicht fertig. Das geht natürlich mal gar nicht. Rocket turret complete. Gunboat ready. Ahead full. All weapons ready. Full speed. Heading out. So, was haben wir hier für Ferkeleien? What is our mission? Rolling out. Ich würde sagen, Landtruppen, die können schon mal weiter vorrücken. Ready for orders. Ich troll ihn hier oben noch ein bisschen. Man the weapon, late to the game. Going now. Slow and steady. Order received. We protect the shores. Setting course. Ahead full. Full speed. Heading out. Riding the waves. Ja, ist mir egal, wenn er gerade so viele Einheiten von mir klaut. Enemy contact. Kann ich nicht einfach drüber rollen? Mach ich es einfach. Mission complete.
auch gerne platt machen. So, den blöden Drohnensteuerung weg. Und kommt auf diese Levies. Langsam glaube ich, diese Belohnungskisten sind überhaupt keine Belohnungen, sondern einfach nur immer blöde Aliens. So, das Türmchen da unten ist mir ziemlich egal. Kommt er daran? Versuch's mal. Sieht nicht so aus. Slow and steady. Ah, aber nee, kommt er ran. So, weiter geht's. So, einmal schnell alles ein bisschen hochpushen. Aber nur ein bisschen, nicht zu viel. Soll noch irgendwo spannend bleiben für den Turm. So, Geschütze sind alle platt. Ein bisschen rumgeschraubt und weiter geht's. Wir fackeln jetzt gar nicht lange, wir machen den Sack zu. Das ist so geil, warum jagt er mir mit Luftdrohnen nach, wenn ich gar keine Lufteinheiten habe? Aber gut. KI und Intelligenz ist ja auch immer so eine Sache für sich, ne? So, hier ist bestimmt eine Basis, oder? Schon wieder nur so Viecher, Mann. Tolle Bedrohung. Ja, natürlich wieder Aliensäure. Wunderbar, du hast ausnahmsweise einmal Befehle befolgt. Diese Daten sind interessant. Ich werde zu dir zurückkommen. Sehr schön. Major, wir haben weitere Daten von unserer Schurkenmission entschlüsselt. Es gibt mehr über Loopwell und diesen geheimen Ort. Ja, und was? Okay, werden wir jetzt mehr erfahren. Aber Mission Complete und das, jawoll, Marineproduktion. Plus 75% Gesundheit für die Marine, finde ich herrlich. Und wir starten beim nächsten Mal mit einem Arsenal und zwei Raufenkoptern und einer zusätzlichen Raffinerie. Und wir haben jetzt den Napalm-Jagdbomber und das Schlachtschiff freigeschaltet. Ich freue mich. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, Tschüssikowski.